Der Sommer ist endgültig vorbei, der Herbst ist da. Und wir gehen jetzt zur Grippeschutzimpfung beim Betriebsarzt. Herbstzeit ist Grippezeit und die Impfung eine gute Maßnahme, sich dagegen zu schützen. Was man dagegen tun kann, wenn die Gerste Grippe bekommt, das erklären wir euch heute im Video. Wir sind jetzt mal rausgefahren auf dem Gerstenacker. Wintergerste steht hier um uns rum. Denn der Herbst ist nicht nur die Grippesaison für die Menschen, sondern auch die Gerste kann sich jetzt infizieren. Es ist natürlich nicht das gleiche Virus wie das, was bei Menschen die Grippe verursacht, das die Gerste infiziert, sondern hier geht es ums Gerstengelb-Mosaikvirus. Eigentlich sind Pflanzen generell ganz gut geschützt gegen Viren, denn sie haben eine stabile Zellwand, durch die die Viren von alleine gar nicht durchkommen. Deshalb brauchen sie Hilfe, also Überträger. Man spricht in der Fachsprache von Vektoren. Solche Vektoren können zum Beispiel Blattläuse sein, die das Virus in sich tragen und beim Saugen dann in die Pflanze übertragen. Im Fall des Gerstengelb-Mosaikvirus ist es sogar noch ein bisschen anders. Da ist es ein Pilz im Boden, der die Viren in die Pflanze überträgt. Wenn jetzt also wie hier im Herbst die Wintergerste schon auf dem Feld steht, diese hier wurde Ende September gedrillt und ist durch den trockenen Herbst bei uns dieses Jahr noch nicht so gut entwickelt, wie sie sein könnte. Aber das ist in etwa das Stadium, wenn bei feuchter, kühler Witterung der Pilz die Wurzeln der Viren der Gerste infiziert. Die haben also bis jetzt noch sehr kleine Wurzeln, die Pflanzen. Man sieht auch die Infektion des Pilzes gar nicht. Und eigentlich würde die Infektion des Pilzes auch gar keinen Schaden anrichten, sondern der entsteht erst, wenn der Pilz Viren enthält und diese in die Pflanze überträgt. Nach der Infektion der Wurzel breiten die sich dann in der ganzen Pflanze aus und führen zunächst erstmal zu gelben Strichelchen auf den Blättern. Darum heißt die Krankheit also auch Gerstengelb-Mosaikvirus. Und auch die Winterhärte der Pflanzen wird beeinflusst. Und im Frühjahr dann, wenn die Gerste also wirklich anfängt, sich zu entwickeln, dann führt diese Krankheit also dazu, dass Blätter absterben, sich die Pflanze nicht entwickelt. Und so kann über einen gesamten Acker gesehen 50% Ertrag verloren gehen. Die Gerste, die hier steht, die ist resistent gegen diese Viruserkrankung. Allerdings wird diese Resistenz schon seit den 90er Jahren genutzt und erste Virusstämme haben es bereits geschafft, diesen Resistenzmechanismus zu überwinden. Und wie genau das funktioniert, gucken wir uns am besten im Labor an. Draußen haben wir uns ja schon mal angeguckt, wie also diese Viruskrankheit funktioniert, was sie also verursacht und wie sie in die Gerste kommt. Aber hier im Labor können wir uns das vielleicht nochmal ein bisschen im Detail angucken. Viren sind an sich eigentlich gar keine Organismen, sondern sie sind eigentlich nur Erbinformationen, die in eine Proteinhülle, in eine Eiweißhülle verpackt ist. Das heißt, damit ein Virus sich vermehren kann oder überhaupt irgendwas im Wirt anrichten kann, ist ein Virus angewiesen auf den Stoffwechsel des Wirtes, also zum Beispiel die Bildung von Eiweißen. Wenn also das Virus in die Pflanzenzelle gelangt ist, ist also das Erste, was es macht, dass es aus seiner Proteinhülle seine Erbinformation freisetzt. Diese Erbinformation wird dann an einem Faktor in der Pflanzenzelle sozusagen erkannt und von diesem Faktor dann in die Proteinfabrik transportiert. Hier wird diese Information dann in Eiweiße übersetzt, also zum Beispiel dieses Hüllprotein ist ein Eiweiß und dadurch, dass die Pflanzenzelle jetzt dieses Hüllprotein produziert, kann das Virus sich vermehren und weiter in der Pflanze ausbreiten und natürlich auch über die Pflanze hinaus neue Pflanzen anstecken. Und diese Interaktion auf ganz molekularer Ebene ist also auch der Ansatzpunkt, um Gerstenpflanzen virusresistent zu machen. Die Gerste auf dem Acker war virusresistent, weil in diesem Faktor, der heißt IF4E, eine Mutation vorhanden ist. Diese Mutation, die also nur ganz wenige Buchstaben des genetischen Codes dieses IF4E-Gens umfasst, führt dazu, dass es eine Strukturveränderung an dieser Stelle, an dieser Bindestelle gibt, wo der Faktor diese Kappe der Viruserbinformation erkennt. Und durch diese Mutation kann also diese Bindung nicht mehr stattfinden zwischen Virus und dem Pflanzenfaktor und dadurch kann die Erbinformation des Virus nicht in die Proteinfabrik der Pflanze eingeschleust werden. Allerdings ist dieser Resistenzmechanismus mit der Zeit bereits überwunden worden von einigen Viren. Das heißt, einige Viren haben sozusagen ihre Kappe angepasst, sodass sie auch von der mutierten Variante des EIF4E-Faktors erkannt und gebunden wird und damit wieder in die Proteinfabrik gebracht wird.
Deshalb ist es also jetzt interessant, neue Resistenzmechanismen zu entdecken, zu finden, die dann von den Pflanzenzüchtern genutzt werden können, um die Resistenz aufrechtzuerhalten. Und dort gibt es einen weiteren Ansatzpunkt, das ist PEDL 5.1. PEDL 5.1 ist sozusagen eine Maschine in dieser Proteinfabrik und es wurde gefunden, dass eine Mutation, die dazu führt, dass das PEDL 5.1-Gen nicht mehr funktioniert und damit diese Maschine nicht mehr hergestellt werden kann von der Pflanze, dazu führt, dass die Pflanze resistent wird gegen Gerstengelb-Mosaikvirus. Und das hat man gefunden in einer asiatischen Landrasse. 2015 wurde identifiziert, dass es also genau dieses PEDL 5.1-Gen ist, was die Virusresistenz verursacht. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das schnellstmöglich verfügbar machen, um den Pflanzenzüchtern also diesen neuen Resistenzmechanismus zur Verfügung zu stellen. Joram hat schon in einem Extra-Video erklärt, was CRISPR von klassischer Züchtung unterscheidet. Ich benutze die Genschere nun, um das PEDL5.1-Gen in Kulturgerste zu bearbeiten. Wir haben also das PEDL5.1-Gen in der Kulturgerste und haben jetzt die Genschere Cas9, die wir mit einem spezifischen Navigationssystem, das wird Guide-RNA oder Lotsen-RNA genannt, spezifisch an eine Position im Gerstengenom lenken können. In diesem Fall also das PEDL5.1-Gen in der Kulturgerste. Die Genschere erzeugt dann in diesem Gen einen Doppelstrangbruch, das heißt, sie zerschneidet den doppelsträngigen DNA-Strang. Und dieser DNA-Doppelstrangbruch wird dann von zelleigenen Reparaturmechanismen in der Pflanzenzelle wieder repariert. Diese Reparatur wird in vielen Fällen korrekt sein, aber dann erkennt die Lotsen-RNA und die Genschere diese Position wieder. Das Ganze geht von vorne los, es wird wieder ein DNA-Doppelstrangbruch erzeugt. Und bis bei dieser Reparatur anschließend ein Fehler passiert. Und dieser Fehler ist sozusagen sind die Mutationen, auf die wir also warten. Mit dieser Technik, in dieser Art und Weise angewandt, kann man also zufällige Mutationen an vorhergesagten Positionen im Genom erzeugen. Und das Ganze läuft im Labor so ab. Wir stellen also die Cas9-Genschere mit der spezifischen Guide-RNA, mit dem spezifischen Navigationssystem zusammen, bringen das dann in eine Pflanzenzelle ein. Im Fall von Gerste machen wir das entweder mit Embryonen oder mit Pollen der Gerste. Daraus können wir dann in vitro-Kultur wieder Pflanzen regenerieren. Das heißt, aus diesen einzelnen Zellen mit der Genschere werden wieder ganze Pflanzen regeneriert, die dann am Ende auch wieder in richtiger Erde im Topf im Gewächshaus stehen. Und während dieser Zeit der Regeneration ist die Genschere also im Genom der Pflanzen aktiv und erzeugt die Mutation hier in diesem Fall im PEDL5.1-Gen. Und als Beispiel, wie sowas aussehen kann, mal Daten aus meinem Projekt. Das heißt, wir haben hier die DNA-Sequenz des PEDL5.1-Gens, haben hier die Position, die das Navigationssystem ansteuert und das ist die Stelle, an der Cas9 den Schnitt setzt. Und man sieht also, wir kriegen genau an dieser Stelle verschiedene Mutationen, wie zum Beispiel hier, dass zwei Basenpaare gelöscht werden. Hier wurden mehrere Buchstaben des Gencodes gelöscht. Oder in diesem Fall hier wurden zum Beispiel zwei Buchstaben eingefügt. Diese Mutationen sind also zufällig, aber passieren genau an der vorhergesagten Position und führen hier in allen gezeigten Fällen dazu, dass das PEDL5.1-Gen nicht mehr funktioniert. Und diese Pflanzen sollten dann also auch resistent gegen das Virus sein. Das ist also so viel, was man tun kann, wenn die Gerste Grippe bekommt. Man kann also mit der Cas9-Genschere Genvarianten, die man in Wildsorten identifiziert hat, schneller in Kulturgerste übertragen und somit für die Züchtung verfügbar machen. Ein sonniger Sonnabend Ende März, wunderschönes Frühlingswetter und ich bin nochmal raus aufs Feld gefahren, um zu gucken, wie die Wintergerste durch die Grippesaison gekommen ist. Nach der Aussaat im Herbst hat die Gerste dann noch einige mehrere Triebe gebildet und jetzt im Frühjahr, nach der Frühjahrsdüngung und mit den ersten warmen Temperaturen, fängt sie also schon ganz kräftig an zu wachsen. Jo, der Gerste geht's gut, wir hoffen euch auch, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt noch so macht, aber wir fahren jetzt noch eine Runde Trecker, oder? Ja. Tschüss. Tschüss.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked und teilt es gerne und schreibt eure Fragen und Anmerkungen in die Kommentare.